Also genau der Standort Philippsburg haben wir deswegen gewählt, weil wir uns eigentlich in der Region erkundigt haben. Wir haben mehrere Standorte geprüft. Für Philippsburg hat eigentlich gesprochen dieses sehr, sehr unbürokratische, schnelle Reagieren. Wir haben hier sehr, sehr guten Kontakt zum Herrn Bürgermeister Martus gepflegt, der wirklich kurzfristig immer uns die Antworten gegeben hat, die wir gebraucht haben, und hat uns dann natürlich im Endeffekt dazu bewogen, hier in Philippsburg uns anzusiedeln. Es war ein richtiger Glücksfall, dass hier der Karl Schmiederer und der Bürgermeister Stefan Matthus zusammengetroffen sind, dass das Flächenmanagement gestimmt hat für die Firma und wir auch die bürokratischen Hürden, die einfach mit einer Ansiedlung auch verbunden sind, so schnell aus dem Weg räumen konnten, dass die Firma tatsächlich hier in Philippsburg an so einer entscheidenden Logistik-Schnittstelle für deren Betrieb auch angesiedelt hat. Wir wollten natürlich nach den neuesten Standards unseren Standort errichten. Speziell haben wir geschaut, dass wir hier energieeffizient oder beziehungsweise Energie sparen. Dadurch haben wir eigentlich darauf uns spezialisiert oder Spezialisten auch rangeholt, die uns hier beratend zur Verfügung stehen, also vom Architekten über Ingenieure. Wir wollten hier speziell der Stromverbrauch bei unserer Halle war ein ganz großes Thema. Wir haben hier eine Fläche von über 13.000 Quadratmetern überdacht in der Halle. Da wollten wir natürlich viel mit Tageslicht arbeiten, um natürlich dem Mitarbeiter hier auch die besten Arbeitsbedingungen zu geben. Wir haben dazu ein Bürogebäude errichtet, das auf neuesten Energiestandards errichtet worden ist. Wir haben eine Energieeffizienz von -40% nach der aktuellsten und neuesten NF-Verordnung geschafft, und da sind wir natürlich sehr, sehr stolz drauf. Wir haben dann versucht, natürlich auch diesen Standort und das Bürogebäude entsprechend zu vermarkten, haben uns hier beworben beim Holzbau Plus Wettbewerb, der vom Bundesministerium für Bauen, Ernährung und Landwirtschaft ausgeschrieben wurde. Und sind hier prämiert worden Anfang des Jahres in Berlin von der Ministerin Ilse Aigner, sind wir sehr, sehr stolz drauf und sind hier unter 220 Wettbewerbern Preisträger geworden. Das Besondere an der Halle ist, dass es, was uns natürlich im Holzgroßhandel für uns spricht, wollten wir natürlich auch mit dem Werkstoff bauen, dem, wo wir auch täglich verkaufen wollen, hinter dem, wo wir stehen, und haben die komplette Halle bzw. das Tragwerk mit Holz errichtet. Da sind wir sehr stolz drauf. Es ist nicht nur optisch eine ganz tolle Sache, sondern auch wirtschaftlich, wenn man entsprechend es plant, sehr, sehr eng mit dem Tragwerksplaner zusammenarbeitet, kann man hier eine optimale wirtschaftliche Lösung finden, das wir auch gemacht haben. Ich denke, optisch ist es ein Highlight geworden, war uns auch sehr viel wert, ja, nicht nur so ein Gebäude nach Industrierichtlinien zu errichten, sondern auch entsprechend unserem Kunden auch zu zeigen, dem Handwerker, was möglich ist, um auch hier auf zukunftsweisend ja, einfach den Fortschritt auch zu zeigen. Von unseren mittlerweile 6 Standorten ist dieser 6. Standort hier eigentlich derjenige, der am meisten Bundesländer beliefert. Also wir beliefern Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und unsere Nachbarn noch im Elsass, wo wir ja sehr, sehr schnell auch sind. Ja, der Vorteil war hier einfach von der Infrastruktur her, wir wollten in dem Gebiet, in der Mitte unseres Gebietes von unseren Kunden sein, dass wir überall den gleichen Weg haben, sehr, sehr schnell und kurzfristig reagieren können. Und da war Philippsburg von der Anbindung her zur Autobahn Norden, Süden, Osten, Westen der ideale Standort. Man kommt von hier aus, vom Schorenfeld, innerhalb von 5 bis 10 Minuten auf jede größere Autobahn, ortsdurchfahrtsfrei, ob das jetzt in Ost-West oder in Nord-Süd-Richtung ist. Aber was natürlich sehr, sehr wichtig war, wir haben ja in der Planung, wollten wir ja nicht Rücksicht nehmen, in Anführungszeichen, auf das Grundstück, das uns zur Verfügung gestellt oder angeboten wurde, sondern wir haben geplant, so wie wir es wollten, dem Warenfluss entsprechend optimal. Und ja, es passt einfach dann alles zusammen. Das Grundstücksangebot zusammen mit der Infrastruktur waren für uns eigentlich dann sofort die Entscheidung klar, wir gehen nach Philippsburg. Ja, wo Bewegung ist, kommt Bewegung dazu. Und der erste Step hier war die Firma Scheifele und Schmiederer. Wir konnten hier die Ansiedlung ermöglichen, haben auch bebauungsplantechnisch noch eine Erweiterungsfläche zur Verfügung stellen können, haben uns hier finanziell so geeinigt, dass eine optimale Win-Win-Situation für beide entstanden ist.
Und ja, wo Bewegung ist, kommt Bewegung dazu und war einfach ein Glücksfall.